Ich bin Franziska, das ist mein Mann und diese heiße Lady, das ist Kathi, die zweite Frau in unserem Haushalt. Zusammen leben wir in einem Concorde-Reisemobil, unserem Cordi, mit dem wir Europa unsicher machen. Hallöchen ihr Lieben, es wird mal wieder Zeit für einen neuen Vlog. Diesmal sind wir beim Spätzle-Fritz in Südspanien und stehen dort auf dem Stellplatz. Ja, jetzt momentan gehen wir durch die Orangenplantagen spazieren, die sich direkt ringsherum um den Wohnmobilstellplatz befinden. Das ist ein außergewöhnlicher Spaziergang für uns. Wir sind noch nie durch eine Orangenplantage spazieren gegangen. Es ist sehr komisch, das mal so zu sehen. Es gibt die junge Bäume, es gibt Bäume, an denen die Früchte schon reif sind, sodass man sich das alles mal so direkt anschauen kann. Ja, sehr außergewöhnlich für uns, wie gesagt. Und auf jeden Fall mal sehenswert, sollte man auf jeden Fall mal besuchen, den Stellplatz. Man kann dort sehr gut essen gehen und eben diesen außergewöhnlichen Spaziergang machen. Erstmal war es noch aufregend für uns, durch die Orangenplantagen zu streifen. Doch bereits beim zweiten Mal machten wir uns eher Gedanken darum, wie gesund es ist, dort spazieren zu gehen. Wurden uns nun die Kanister und Säckereste, die mal hier und mal dort lagen, der Bedeutung bewusst. Wir waren vom Campingplatz 3 Estrellas in Barcelona aus 200 Kilometer weiter bis nach San Rafael de Rio in die Provinz Castellón gefahren. Die Provinz Castellón gehört zur autonomen Region Valencia und hat knapp 580.000 Einwohner. Sie ist bereits seit 1982 eine autonome Gemeinschaft. Die Hauptstadt ist die Stadt Valencia. Den Stellplatz haben wir durch einen Stellplatzbericht auf dem YouTube-Kanal von Hartmut Konrad entdeckt. Nun wollten wir diesen gerne selbst erkunden. Vom Spaziergang durch die Orangenplantagen zurück auf dem Stellplatz war der Platz am frühen Abend bereits voll belegt. Wir waren auf dem Weg hierher einkaufen, weswegen wir zum Abendessen unser frisches Gemüse verarbeiteten und es selbst gestammte Kartoffeln mit Spiegelei und Gemüse zum Essen gab. Falls ihr unseren Kanal noch nicht abonniert habt, würden wir uns sehr freuen, wenn ihr dies jetzt nachholt. Lasst uns gerne auch euren Daumen nach oben da, falls euch das Video gefällt. Und wenn ihr Fragen habt, dürft ihr dies gerne unter dem Video kommentieren. Für den nächsten Tag war erstmal Ausschlafen geplant. Am Morgen aufgewacht, standen wir dann einsam und allein auf dem Platz. Perfekt für ein Fotoshooting mit Cordi. Wir haben für die Übernachtung ohne Strom Stand Dezember 2019 9,50 Euro bezahlt. Möchte man die Entsorgungsstation oder Strom nutzen, muss man dies extra bezahlen. Wir hatten erst noch in Barcelona entsorgt, wo die Entsorgung im Preis inbegriffen war. Strom benötigen wir nicht, da wir mit unserer Solaranlage autark sind. Falls ihr Fragen zu unserer Solaranlage habt, könnt ihr sie gerne in den Kommentaren stellen. Bei größerem Interesse gehen wir gerne in einem weiteren Video darauf ein. Wir haben uns noch auf Kathi, unsere KTM Superduke 1290R gesetzt und sind von dort aus zum nächstgelegenen Küstenort Le Casas de Alcanar gefahren. Dort haben wir auf der Promenade geparkt und einen Spaziergang gemacht. Die felsige Küste lädt hier allerdings nicht zum Baden ein. Zumal es für uns eher Badewannentemperatur haben muss, um baden zu gehen. Die Promenade ist von Palmen geziert, ein strahlend blauer Himmel mit Sonnenschein lud uns zum Verweilen ein. Wir haben heute unsere Kathi genommen, um einen Ausflug zum Meer zu machen. Wir sind vom Stellplatz aus, vom Spätzle-Fritz, runter zum Meer gefahren, sind jetzt, keine Ahnung, 15 Kilometer ungefähr gefahren, nicht viel, waren ungefähr eine Viertelstunde jetzt so hier, ist also recht nah zum Meer.
gehen jetzt hier so ein bisschen einer Promenade lang spazieren. Hier vor uns liegt jetzt so ein Sportpark. Von dort sind wir gekommen. Und hier hinter uns liegt das Meer. Wir sind dann mit Kathi weitergefahren und haben auf dem Rückweg in einem Café Halt gemacht. Im Tradicionarus in San Carlos de la Rapita haben wir Kaffee und Gebäck genossen. Den nächsten Tag nutzten wir zum Arbeiten, genossen etwas Nervennahrung zwischendurch und fuhren am Abend noch etwas einkaufen, um ein paar Dinge wieder aufzufüllen, die wir beim letzten Einkauf vergessen hatten. Zum Abendessen gab es Basmati-Reis mit Champignon-Sahne-Gemüse und zum Abschied bekamen wir einen traumhaften Sonnenuntergang beschert. Kennt ihr eigentlich schon unsere Aktion Briefkastenfütterung? Für alle, die gerne Post bekommen, ihr könnt euch von dort, wo wir gerade sind, eine Postkarte bestellen. Einfach auf www.waldwasters.com gehen und unter Reisekasse die Aktion Briefkastenfütterung auswählen. Dort erfahrt ihr alles Weitere. 2 Jahre später, um genau zu sein, im November 2021, waren wir wieder auf dem Stellplatz und dieses Mal hatte sich einiges verändert. Bisher war es so, dass man in 2 Reihen parkte, nun waren es 3 Reihen. Der Stellplatz wurde dadurch etwas ungemütlicher und eng. Preise wurden auch erhöht. Und dieses Mal wollten wir das Essen probieren. Es gab ein Menü für ca. 18 Euro. Ein Salat und ein Nachtisch war mit ausgewiesen. Wir wollten im Wohnmobil essen, hatten daher alles to go bekommen. Leider bekamen wir als Nachtisch nur einen Apfel in die Hand gedrückt, was sehr enttäuschend war. Denn eigentlich war ein Eis und eine andere Nachspeise als Auswahlmöglichkeit ausgewiesen. So ihr Lieben, das war's nun wieder zu unserem neuen Reisevlog. Wir hoffen, euch hat das Video gefallen. Lasst gerne euren Daumen nach oben da, kommentiert, wenn ihr Fragen habt und vergesst nicht zu abonnieren, damit wir uns im nächsten Video wiedersehen können. Bis dahin, ihr Lieben. Tschüss.